No-Gos bei Frauen. Was sind No-Gos bei Jungs? Also findet ihr alles an dem Mädchen nice? Nein. Das geht gar nicht, ja? Ich würde sie direkt verlassen, ja? Nee, ich wäre lieber gern lesbisch, ganz ehrlich. No-Gos. Wenn man End und Hate mag. Wer ist das? Was geht, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Piotr und Leo, wie immer, hinter der Kamera. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute wieder im schönen Freiburg unterwegs. Und ich bin ein bisschen heißer, aber ich bin auch heiß auf das heutige Video, weil wir fragen Jungs und Mädchen, was die No-Gos beim jeweiligen anderen Geschlecht sind. Let's go, let's go. Pädagogisch wertvoll. Schmeckt's? Schmeckt gut, ja. Wir haben heute eine Frage. Was sind denn No-Gos bei Mädchen? Was sind No-Gos bei Jungs? No-Gos. Ganz schnell, No-Gos. Dadurch, dass ich jetzt einen vollen Mund habe, muss ich erstmal überlegen. Sekunde, also ihr könnt ja gleich schneiden und so. Gar kein Ding. Okay. Wenn man End und Hate mag. Wer ist das? End und Hate? End und Hate, ja. Wie kann ich es beschreiben? Ist das ein Arschloch? Ist das ein Ex von euch? Oh, ach so, du kennst End und Hate nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Das ist eine berühmte Persönlichkeit, ja, auf Social Media. Am I sexist? Yes. Why? Because of my experiences of the world. Wenn du den magst, dann würde ich in Frage stellen, ob du normal bist im Kopf. You're all losers. We've discussed this before. I'm the king of the world. Wahrscheinlich, oder? Ach so, okay. Und gibt's sonst noch No-Gos? Mundgeruch. Dankeschön. Ist denn zum Beispiel No-Go, wenn sie kein Döner isst? Absolutes No-Go. Sowas geht gar nicht, ja. Ich würde sie direkt verlassen, ja. Ich lade zum Döner ein und sie sagt, nein, ich will keinen. Wenn sie Vegetarierin ist, auch ein No-Go. Naja, nur Fleisch macht Fleisch, ja. Sie muss mit mir ins Fitnessstudio gehen. Fände ich auch ganz cool, ja. Naja, doch, doch. Dann Döner mit allem. Döner mit allem, ja. Scharfe Soße, so muss es sein, ja. Das macht sie auch schärfer dann in dem Moment. Ja, doch, stimmt schon, ne? Dankeschön. Ja, danke dir, ja. Den Mülleimer gerade gesehen. Was hast du da gesehen? Aktiviert die Glocke. Pädagogisch wertvoll. No-Gos an Jungs. Kann ich kurz überlegen? Natürlich darfst du kurz überlegen. No-Gos bei Mädchen. Also findet ihr alles an dem Mädchen nice? Nein. Oh, No-Gos an Mädchen. Ist gar nicht so leicht. Das gibt keine. Ja, das ist aber auch einfach eine Lüge. Das ist doch einfach, das stimmt einfach nicht. No-Gos bei Frauen für dich. Ja, lass mich erstmal überlegen. Pflege. Solltest du pflegen, ja. Was ist, wenn sie Achselhaare hat? Ekelhaft. Ich sag ja Pflege. Sie muss sich ja pflegen. Rasieren. Manche ist es ja normal, manche fühlen das. Nein, ist ekelhaft. Für No-Gos zum Beispiel, wenn sie Achselhaare hat. Ist auf jeden Fall nicht nice. Nee, würde ich nicht so feiern. Was, wenn sie Haare woanders hat? Auch eklig, einfach rasiert, Digga. Was, wenn sie Haare auf dem Kopf hat? Ist auch eklig. Einfach im Intimbereich und im Dingsbereich einfach pflegen und rasiert, ist besser. Alter, jetzt kommt an den Nippeln Haare oder so. Alter, da bin ich komplett raus. Da wäre ich wirklich raus. Ist Geschmackssache auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Stehst du drauf oder was? Ich mag auch keine Haare an den Nippeln, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich mag Haare auf dem Kopf und das reicht mir. Ja, das reicht wirklich. Wir hatten vorhin jemand, der hat gesagt, die No-Gos sind Nippelhaare. Ja, das ist nicht schön, ja. Das ist nicht schön. Und wie sieht's mit dir aus? Es gibt mehrere Sachen, aber besser finde ich nicht so attraktiv. Besser. Habt ihr kurz Zeit für eine Frage? Natürlich. Was denn No-Gos sind bei Mädchen? Ach, scheiße. Also allgemein Behaarung. Ja. Aber auf dem Kopf geht klar. Das geht klar, ja. Was für eine Frisur dann? Mindestens ist hier. Zu kurz nicht? Na, nicht so meins. Untreue. Untreue ist ein No-Go. Absolut. Ein ganz großes No-Go. Ja. Auf welche Nationalität stehst du denn? Russland. Und sonst noch so zum Aussehen, vom Aussehen her? Keine Ahnung. Zu freizügig. Was heißt zu freizügig? Wenn man irgendwie völlig freizügig durch die Stadt läuft, in Unterwäsche oder was auch immer. Ja. Kannst du irgendwas auf Russisch sagen? Ja, Люблю тебя. Das heißt, ich liebe dich dann? Ja. Ja, mashallah. Das zieht bei den russischen Frauen? Klar. Safe. No-Gos bei Jungs. No-Gos bei Frauen. Yeah. Wenn sie aggressiv sind. Wenn sie zu viele Muskeln haben. Nee, das ist schon nicht, aber schon aggressiv. Ist nicht so eine gute Eigenschaft. Boah, wenn sie Mundgeruch hat. Rauchen. Ich würde sagen auch, wenn er sich zum Beispiel lang nicht meldet oder nur abends mit einem schreibt. Aber ihr raucht doch selber, oder nicht? Nein, ich rauche nicht. Nein, haram? Nein, ist nicht haram, aber ich rauche nicht. Okay. Aus Respekt zu Eltern. Oh, das ist gut, aber. Aber nicht jeder Junge ist so. Nee, auf jeden Fall nicht. Es gibt auch sehr nette Jungs, die sowas nicht machen. Was sind noch No-Gos bei Frauen? Wenn sie 1,90 ist. 1,90? Nur weil 1,50 ist. Weißt du, Jungs sagen, dass Mädchen so sind. Dass Mädchen nur einmal am Tag schreiben. Oh, wirklich? Ja, ja. Krass. Ich glaube, das machen irgendwie beide. Ich glaube, das ist dieses Spiel, dass man immer so tut, als ob man unerreichbar wäre. Sollte man eigentlich dann von beiden Seiten mal so klären, dass es nicht mehr so ist, oder? Sollte man eigentlich lassen. Okay, was gibt's noch? Auf welche Nationalität stehst du? Libanesen. Libanesen? Ja. Yeah. Und warum Libanesen? Ja, sympathisch. Aber ich denke, wenn du irgendwann den richtigen hast, dann schreibt man eh die ganze Zeit. Das stimmt. Noch einen schönen Tag euch, gell? Danke dir auch. Ciao. Was sind No-Gos an Jungs? Was sind No-Gos bei Jungs?
ja, einfach noch irgendwelche überholten Einstellungen vertreten bezüglich, wie Frauen sich zu verhalten haben. Das würde ich sagen, geht halt nicht. Women should clean. So when you walk into a house and you see mess, why is your lazy ass not doing the right thing and start picking and cleaning shit up? Ah, okay. Wenn man so ein altes Denken hat. Ja, also wenn man so sagt, die Frau soll in der Küche stehen, finde ich jetzt nicht so gut, ja. Ja, stimmt, das ist schon upturn, ja. Ja, ignorieren. Ja. Ignorieren? Wo ignorieren? Wenn man mit ihm schreibt, WhatsApp oder so, viele Mädchen haben. Dann ist halt einfach nicht der Richtige, gell? Ist so schwierig. Fällt euch keins ein, weil Jungs sind einfach so cool. Die sind einfach so toll. Deshalb fällt euch kein No-Go ein. Nee, ich wäre lieber gern lesbisch, ganz ehrlich. Ach so, sind Jungs zu stressig oder wie? Nee, ein No-Go wäre, glaube ich, wenn er unhöflich ist. Und sonst noch so vom Aussehen? Ja, ich finde, da kann man dann gar nicht so viel sagen. Klar kann man irgendwie sagen, hey, man mag das und das irgendwie optisch, aber schlussendlich kommt es ja auf das Gesamtpaket an und die Ausstrahlung. Was gibt's noch für No-Gos? Wenn er 2 Stunden auf TikTok chillt. Oder chillt ihr selber 2 Stunden auf TikTok? Ja, mehr sogar. Mehr? Ja. Und wie lange seid ihr? Immer. Bis wir draußen sind. Wie lange seid ihr auf TikTok? Ganz Tag. Ach krass, okay. Ja. Ihr schreibt doch öfters mit Jungs. Wenn ihr mit Jungs schreibt, was gefällt euch daran nicht? Wenn sie viel Digger oder so schreiben. Also schreiben die also euch dann Digger? So, ja. Ja. Also mögt ihr Muskeln zum Beispiel? Ja. Ja? Wie sieht's mit dir aus? Unehrlichkeit ist ein No-Go. Ja, und warum kommt's da nicht zum Treffen? Darf keine Jungs treffen. Du darfst keine Jungs treffen? Warum nicht? Muskeln. Ah, du bist ein Muskel? Ach so, du siehst nicht aus wie ein Muslime. Und du darfst bestimmt Jungs treffen. Naja, wegen meinem Vater ist es schwierig. Dann halt heimlich. Ja. Bist du bekloppt? Die laufen über Rot. Das, gerade eben, war das Signal, dass das Video vorbei ist und dass ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen könnt, damit noch weiterhin so welche nice Videos kommen, Leute. Und checkt auch gerne unser TikTok ab, weil in letzter Zeit macht unser TikTok so. Haut rein, macht's gut, ciao, ciao.